Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Amnesia, The Dark Descent. Im ersten Teil geht's weiter, wieder mal ganz schön laut, eigentlich auch recht gesagt, aber naja. Es kommt ja aus einem ganz alten, ja, ich würde mal schätzen, so ungefähr 2019 oder so. Ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Also meine Lampe ist auch fast alle, also... So, ungefähr, damit ich auch ein bisschen Öl spare. Bei den Amnesia ist es immer wichtig, Helligkeit zu sparen. Feuerzeug, Streichhölzer habe ich leider nie gespart, weil ich einfach absolut ein Dulli bin. Aber, naja. Heute mal eine Doppelfolge übrigens. So, wir müssen hier rein, ab ins Labor. Weil ich habe jetzt mal geguckt, jetzt weiß ich, wie man das macht. Übrigens, alles, was da steht, irgendwie ergibt eigentlich gefühlt mehr Sinn, als wenn ich das ganze Spiel auf einem Schlagzug durchkriege. Wenn ich es durchkriege in einem Schlagzug, bin ich einfach gut. Wenn nicht, dann nicht. Persönliche Meinung so, aber irgendwie liebe ich Horrorspiele mehr. Aber Shooter-Spiele sind auch nicht gerade ohne. Und zwar kann ich hier... Den. Und zack. Jetzt können wir das halt nur. Man kann es so oft machen, wie man will. Und jetzt kann ich hier raus. Und dann geht es in ein nächstes Gebiet in diesem Ort des Grauens. Ich finde schon das Spiel extrem grausam, aber es ist gleichzeitig aber auch mega geil. Auch wenn das Spiel ein bisschen grausamer ist, ist dennoch Amnesia The Dark Descent mit Abstand der geilste Teil von ganz Amnesia, auch wenn ich bis jetzt nur ein Amnesia durchgespielt habe. Eine Wunde ist. Könnte jetzt rein theoretisch. Könnte das jetzt hier eigentlich weggehen, oder? Funktioniert das? Warum hast du jetzt die Lampe rausgeholt? Was hat das eigentlich alles mit diesen Bildern zu tun? Ich meine, das sieht aus wie Griechenland oder Italien. Oder einfach so biblische Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eben einem alten, ganz in einem alten verlassenen Schloss, das ist ja klar. Na gut, verlassen ist es jetzt nicht unbedingt, weil hier läuft was rum, was hier nicht rumlaufen darf. Archimist, Trophäe erhalten. Was ist das hier? Raffinerie, ne? Ja, gut. Das erste Blick auf Monster hatten wir ja schon. Jetzt kommt wahrscheinlich noch mal ein Blick. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray.
22nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Yesterday, Smith. Leck mich doch am Arsch, warum ist das Spiel so?
Gott! Das war First Cry, durchgängig. Dabei wusste ich nichts von dem. Aber trotzdem, wenn da schon Wasser und Kisten sind, dann spring auf die Kisten. Entfesselungskünstler. Er wandelt seinen Kopf um ruhige Ozeane in Richtung der... Bin ich denn jetzt? Lagerraum. Boah, Alter, nicht schon wieder so viele Räume. Gästezimmer. Wir gehen einfach mal Third Person in die Third Person. Oh, das ist eine Ego-Scheiß. Das ist so ein bisschen komisch, dass manchmal alles entweder hell ist, oder ist es alles dunkel. Ups. Tür klemmt. Ja, eigentlich gut jede Tür in diesem Spiel. Ist ja nichts drin. Und es ist echt ruhig und das finde ich gerade echt entspannt. Oh Mann. Brech ein. Tut mir leid, ich kann das echt nicht mehr ab. Das Blut ist eigentlich immer noch frisch, wenn ich das so sage.
Na gut. Studierzimmer. Nach 10 Jahren ist das Spiel immer noch das Grausamste, was man jetzt spielen kann. Okay, das war's mit der Folge.